Ihr braucht günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall IG Vault ab und benutzt den 8% Discount-Code REALFIFA für mehr Rabatt. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Pack Opening. Und heute gibt es das krasseste Pack Opening überhaupt, denn wir werden zweimal Icon Packs ziehen, garantierte Icons. Und nicht nur das, wir werden gleich die Lightning Rod mitnehmen zu den Foot Birthday Karten, denn ich will natürlich noch eine richtig frische Foot Birthday Card ziehen. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Big Pack Opening. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da oder einen Kommentar. Das würde mich wirklich freuen und unterstützen. Und wie ihr allgemein mich in den letzten Tagen supportet habt, ist einfach unglaublich. Und da habe ich auch wieder richtig Bock, natürlich für euch rauszuballern. Nicht wundern, wir haben auch noch an einem anderen Tag Packs geöffnet. Deswegen werde ich wieder zwei verschiedene Sachen anhaben. Aber ich denke, das ist kein Problem. Und ja, dann bin ich gespannt, was wir in unseren Icon Packs ziehen werden. Ja, dann kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Ich habe heute Mittag noch ein Video hochgeladen. Das war ein random Icon Pack bei First Sky. Also auch nochmal ein Icon Pack. Wer heute Tag der Icon Packs bei mir sehen möchte, kann sich auch gerne noch mal ein Buy for Sky geben. Und dann kann ich nichts mehr sagen. Aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst und immer aktuell seid. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt geht es los mit den Packs. Zwei garantierte Icon, Basic Sets und natürlich auch Lightning Rounds zum Foot Birthday. Neuer Account, neues Pack Luck. Will ich jetzt mal hoffen hier. Will ich jetzt mal hoffen. So, wir können glaube ich so 1700 K Packs öffnen. Und ich hoffe, das geht jetzt einfach so fresh weiter. Ja, tatsächlich mit einem Inform mit Serge fucking Aurier. Aurier zum, ja, wie viel mal? Keine Ahnung, Mann, ist auf jeden Fall Maschine. Und die Maschine kommt auch hier natürlich aus dem Pack gelaufen. Serge Aurier Inform, nicer Start, das muss ich sagen, nice, sehr, sehr nice. Den Rest können wir eigentlich nicht gebrauchen. Warum nehmen wir nicht alles erstmal zum Verein und dann schauen wir einfach später mal. So, erster Spieler, Serge Aurier. Wie geht es weiter? Das nächste 100k-Pack. Wird es Foot Birthday? Es wird kein Foot Birthday. Ah, könnte trotzdem was Gutes sein. Brasilien, ZDM. Ich habe ein bisschen mit Casemiro gerechnet, wenn ich ehrlich bin, aber es ist Fabinho. Kein Casemiro. Okay, ansonsten Nani Troll hier am Start. Nächstes Pack. 14 Stück noch. 14 easy rausballern und kommt die nächste Foot Birthday Card. Leider nicht. Leider nicht, leider nicht. Es ist Deutschland. Torwart. Bayern München. Komm, einmal Bayern. Aber es wird erstmal Ralle Fußmann sein. Okay, Fährmann. Vielleicht in diesem 100k Pack. Das wird jetzt das Goldene. Komm schon, gönnt mal. Ja, das sieht nach Special Card aus. Das sieht nach Inform aus. Nach knackigem Inform. Ja, okay. ZOM Wähler. Walkout. Walkout Wähler. 84 rated. Es ist immerhin ein Walkout. Ich muss sagen, es hätte uns schlechter treffen können. Okay. Carlos Wähler ist hier. Mal gucken, wie es weitergeht. Können die mich noch hier heute zufriedenstellen? Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass sie das können. Und es kommt. Deutschland, Rechtsverteidiger, Bayern München, Joshua Kimmich, 84er. Warum hat er eigentlich so wenig Tempo? Irgendwie fragwürdig, aber naja, trotzdem Kimmich eine geile Karte. Okay, 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 okay. Bisher noch nicht so das Wahre hier aus diesen 100k-Packs. Aber das wird eine Special Card. Das wird eine Inform. Und das wird, und das wird, und das wird. Inter Mailand. Wer ist das, Digga? Skriniar. Ja, ja, kann man mal mitnehmen. Kann man mal mitnehmen, aber noch nicht wirklich komplett Eskalation. Okay, Freunde, ich würde sagen, Nummer 1 der Icon Packs wird jetzt geballert, rausgeballert. Wie gesagt, wir öffnen die einfach immer ein bisschen verschieden im Video, damit das Ganze interessanter und ansehnlicher ist. Und jetzt hier unser erstes Icon Pack, hoffentlich mit einer geilen Karte. Wir haben bisher ja richtig viel geöffnet. Checkt auch gerne noch mein Video von heute Mittag ab. Das war ein Random Icon by First Sky. Also auch nochmal mit einem Icon Pack, wenn wir da gezogen haben. Guckt da einfach rein, wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Basis-Icon-Spieler für heute. Let's go! Das erste Pack wird gezogen und mal gucken, welche Icon wir jetzt bekommen werden. Komm schon, was Fresh ist hier? Es wird
Es wird Finnland, es wird Mittelstürmer, es wird Jari fucking Liedmann 85er, unsere Rostocker Legende, Digga. Jungs, also muss ich sagen, kann ich wirklich nicht böse sein. Für euch wird er wahrscheinlich jetzt nicht fresh sein, aber gut, für mich muss ich sagen, ist das stabil. Der 85er Jari Liedmann hat jetzt hier nicht so viel Pace oder sonst was, trotzdem immer nice natürlich eine Vereinslegende zu ziehen. Und ja, Liedmann ist stabil, ist eine sehr, sehr nice Icon für mich. Wahrscheinlich, ansonsten, ja, wird er nichts wert sein. Aber das ist egal. Hat sonst ganz solide Stats für ein ZOM. Und ja, hier können wir es doch mal sehen. Seine Laufbahn, seine Vereinskarriere. Jari Liedmann, unsere erste Legende. Mal schauen, ob wir das noch toppen können. Vielleicht in diesem 100k-Pack was Nices. Es kommt. Welcher Spieler? Es kommt Frankreich. Stürmer, Paris, und es wird Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ist sogar Walkout. Ich glaube, das ist der einzige 84er normale Version, der ein Walkout hat. Und okay, Mbappé, Jungs, ist nice und kostet auf jeden Fall ein paar Coins. So, wer wird jetzt hier denn sein? Wird jetzt hier was noch kommen? Noch irgendwas? Ja, es wird deine Man of the Match, und es wird... Nein, Digga, Spanien, Rechtsverteidiger, Juan Fran, 86er, Juan Fran, ey, es gibt Messi und wir ziehen Juan Fran. Nein, Alter, ey, Messi hätte, Junge, der hätte einfach alles zerstört, aber Juan Fran hat eigentlich geile Stats, muss ich sagen. Trotzdem, ja, was willst du mit Juan Fran? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Gut, Juan Fran, 86er. Kostet, ich weiß nicht, vielleicht 50k, 40, 20, okay, das wird immer weniger, schauen wir da gar nicht mehr nach, trotzdem immerhin eine fresche Special Card, 200k Packs noch, oh shit, das ist ein Inform, das ist ein Nacho, ja, Nacho könnte da noch was hinter sein, sich verbergen, theoretisch ja, praktisch nein. Letztes 100k-Pack. Letztes 100k-Pack. Mal schauen, wer drin sein wird. Keine Foot Birthday Card. Jungs, es gibt so viele Special Cards und wir haben keine. Wir haben Frankreich, wir haben Stürmer. Wir haben schon wieder Mbappé. Schon wieder Mbappé, Lothar. Und ja, deswegen würde ich sagen, ist das ganz okay. Wir warten auf jeden Fall noch auf die 125k-Packs. Und vielleicht rasieren die ja auch. Und Klein, der war doch mal bei Stuttgart, Alter. Hier im Pack. Dazu haben wir noch Glick. Nice. Come on, Jungs. 100k-Packs, Alter. Bisher weiß ich nicht. Die allerersten 100k-Packs waren richtig sick. Und das könnte jetzt sick werden. Das könnte sick werden. Food Birthday. Es wird Riyad Mahrez. 86er Mahrez. Und das ist eine richtig geile Food Birthday Card. Junge, guckt euch diese Stats an, als Mittelstürmer wohlgemerkt, hier im Pack, Foot Birthday Mahrez, krass, okay, das ist wirklich krass, das ist krass, Mann, wie oft will ich eigentlich noch krass sagen, Mahrez, Digga, 100k oder so, kostet der auch safe, oder, ich weiß nicht, aber hat richtig geile Stats und mit dabei, Marcelo und Lacazette, Junge, Packlock of Doom hier, was für ein stabiles 100k-Pack, da wollte ich die gerade, sage ich mal, kritisieren, aber nein, Mahrez, Marcelo und Lacazette hier, krasse Scheiße, wirklich krasse Scheiße, was für ein geiles 100k-Pack, Mann, nehmen wir natürlich alles gerne mit und ja, mal gucken, ob wir hier gleich nochmal was weiteres Freshes ziehen. Icon Pack Nummer 2 steht an. Die Nummer 2. Das erste war ja so gesehen eigentlich vom Wert her vielleicht nicht wirklich stark. Aber das kann ja eigentlich dann nur besser werden mit diesem Pack hier. Da habe ich eigentlich schon ein bisschen Hoffnung, Mann. Besser als 85 will ich mal hoffen. Aber ihr wisst es, EA geizt bei diesen Icon-Packs richtig rum. Und da kannst du echt tief in die Scheiße greifen, wenn wir das jetzt hier hinbekommen. Wir werden es sehen, einen guten Spieler daraus zu ziehen. Nase des Packlocks müssen wir aktivieren. Ob er jetzt hier uns auch einen guten Spieler aktiviert, werden wir sehen. Let's go! Zweites Icon-Pack. Mal schauen, ob es besser wird als ein 85er Spieler. Ich hoffe es. Es ist Holland. Es ist zentrales Mittelfeld. Und es ist Rulli.
mein Gott, Bebi Hullet ist einer der besten Spieler. Das ist einer der besten Spieler, den man hier in so einem Eichenpack bekommen kann. Bebi Hullet, Jungs, stabil, besser geht es eigentlich fast gar nicht. Hullet, Junge, Hullet ist saftig. Hullet ist richtig saftig und lecker. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt kostet. Keine Ahnung, wir können ihn ja auch nicht verkaufen. Aber ganz ehrlich, so ein Bebi Hullet kann man eigentlich immer spielen. Und deswegen, ja Mann, nehmen wir mit. Da ist er, die erste geile Icon, Jungs. Was für ein Packlack, Alter. Ich weiß nicht, schreibt mal rein, was ihr noch aus diesen Packs bekommen habt, wenn ihr diese SPCs macht. Aber hier, Hullet als natürlich First Owner. 1,91, 5-Star Weakfoot hat er hier noch und klar, nur 3-Stern-Spezialbewegungen, seine größere Version, also die 90er, hat da noch ein bisschen bessere Stats, aber trotzdem, ein Hullet zu ziehen, der erste Hullet auf meinem Kanal, Jungs, liket, ihr wisst Bescheid, wenn ihr ja meine Pack-Openings feiert und Hullet, den nehmen wir mit zum Verein, letztes 100k-Pack für heute, ich bin gespannt, wer jetzt hier erscheinen wird. Vielleicht nochmal eine geile Karte zum Abschluss. Es wird eine normale, aber das kann ja gut sein. Frankreich, linkes Mittelfeld, Lema, 84 rated. Ja, ich würde sagen, es ist alles im ein richtig stabiles Pack-Opening gewesen. Mahrez, Hullet und auch Yari fucking Liedmann. Also Jungs, smash natürlich gerne wieder den Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr morgen wieder Pack-Opening sehen möchtet oder irgendwas anderes, dann lasst es mich wissen. Ich hab Bock drauf und dann macht's gut. Jungs, lasst ein Like da. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.